Hallo zusammen. Wer kennt es nicht? Man will eine Runde Motorrad fahren und bemerkt dann beim Losfahren plötzlich, dass vorne an der Gabel das Öl rausläuft. Genau für diese Fälle gibt es ein Tool, und zwar von Risk Racing, den sogenannten Seal Doctor. Und der Hersteller verspricht, dass man damit die Gabel wieder dicht kriegt. Ob das Ganze wirklich so einfach funktioniert, probieren wir heute anhand der KTM Super Duke GT aus. Bleibt dran. Also wir haben jetzt hier an der Gabel das Tauchrohr, das ist das Standrohr. Und wie man sieht, ist es halt hier relativ ölig. Wir können es noch mal kurz einfedern. Also man sieht es, hier kommt immer wieder neues Öl raus, jedes Mal, wenn man einfedert. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Gabel undicht ist. Jetzt schauen wir vorne erstmal den Fender ab, dass wir da besser rankommen an die Gabel. Halt mal fest hinten. Also im nächsten Schritt entfernen wir mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Staubschutzkappe von der Gabel. Man muss halt ziemlich stark aufpassen, dass man nicht abrutscht und in das Standrohr reinkratzt. Dann ist die Gabel nämlich im Eimer. Also wir haben jetzt den Zieldoktor hier auf die Gabel drauf gesteckt. Der hat hier an der oberen Seite so einen Haken, das ist relativ dünn. Und den kann man jetzt einfach so nach oben schieben unter den Gabelsimmerring. Dann dreht man das Ganze einmal in die Richtung durch und der Schmutz, der wandert dann hier hoffentlich nach unten raus. So, dann probieren wir doch mal, ob das klappt. Ja. Hast du es ganz unten drunter geschoben? Ich weiß nicht, wie weit man es schieben. Ganz nach oben. Geht schon was raus? Das geht, glaube ich, relativ schwer unten drunter. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Tun mal raus. Ist gar nichts raus, oder? Ein bisschen Gülle ist schon raus. So wie man sieht, ist wirklich ein bisschen Dreck raus. Ja, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wir haben das Prozedere dann noch zwei, dreimal wiederholt, wobei jedes Mal weniger Dreck zum Vorschein kam. Es kann auch passieren, dass ein paar Tropfen Gabelöl auslaufen bei der Aktion. Da braucht man sich aber keine Sorgen machen, denn es ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist nur, dass man das Öl danach abwischt und aufpasst, dass das Ganze nicht auf die Bremsanlage draufläuft. Um zu checken, ob der Simmerring wieder richtig dicht geworden ist, haben wir die Gabel ein paar Mal eingefedert und einen Blick auf das Standrohr geworfen. Bei uns hat sich dann am Anfang immer noch ein leichter Ölfilm gebildet. Wir haben das Ganze dann ein paar Mal wiederholt und der Effekt ist immer schwächer geworden. Am Ende war es dann zu 100% dicht. Wenn man zu dem Thema undichte Gabel an der 1290er Duke ein bisschen recherchiert, merkt man relativ schnell, dass sich die Fälle in den KTM-Foren häufen. Die User haben herausgefunden, dass der Fender zwar extrem geil ausschaut, aber die Gabel nicht wirklich effektiv vor Insekten und Schmutz schützt. Ein netter Forist, der einiges von Metallbearbeitung versteht, hat das Ganze dann kurzerhand selbst in die Hand genommen und eine Lösung für das Problem entwickelt. Herausgekommen ist dabei eine Art Schutzblech, die die Gabel vor Schäden und Schmutz schützen soll. Jetzt. Am besten ist es eigentlich schon mal randrehen. Hm? Ist ein bisschen reinstauben. Jetzt machen wir das gleich nochmal mit der zweiten. Schon cool gemacht. Das sieht man eigentlich gar nicht mehr, wie verbaut ist. Also es ist eigentlich so von außen gar nicht sichtbar. Wenn man hier zwischen dem Rad und dem Fender durchschaut, kann man nicht mehr direkt auf die Gabel schauen, sondern da ist jetzt dieses Blech da dazwischen. Finde ich eigentlich ganz cool gelöst. Von oben schaut das Ganze dann so aus. Das war's auch schon wieder. Die Gabelsimmerringe sind wieder dicht, der Seal Doctor scheint zu funktionieren und die Bleche haben wir auch noch hingeschraubt, um die Standrohre der Gabel zu schützen. Falls ihr Interesse an diesen Blechen für die Gabel habt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu.
Und nur als Info, die passen nicht nur an der Super Duke GT, sondern auch an der normalen Super Duke R. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.